Die Steuerfahndung steht vor der Tür. Meist früh morgens von 6 bis 8 Uhr, denn Steuerfahnder sind Frühaufsteher. Ihr sitzt gerade noch beim Kaffee oder seid noch verschlafen und oh je, was macht man da? Welche Rechte, welche Pflichten habt ihr? Das erkläre ich euch in dem heutigen Video. Ja, ihr Lieben, mein Name ist Dr. Corinna Salter und ich möchte euch heute in dem Video erzählen, welche 10 Rechte und Pflichten ihr bei einer Steuerfahndung habt. Denn meist es klingelt und ihr wisst überhaupt nicht, was müsst ihr tun. Und die erste Frage ist, müsst ihr überhaupt die Tür öffnen? Naja, prinzipiell könnt ihr es auch einfach ignorieren. Das Problem ist nur, die Steuerfahndung kommt dann, wenn sie einen Durchsuchungsbeschluss hat, mit dem Schlüsseldienst wieder. Und um da weitere Kosten zu verhindern, müsst ihr oder solltet ihr auf alle Fälle einfach mal die Tür öffnen. Der erste Punkt, den ihr dann ansprechen solltet, ist dann, gibt es einen Durchsuchungsbeschluss? Dieser ist ganz wichtig, lasst ihn euch zeigen und studiert ihn auch genau. Das Recht habt ihr und die Zeit habt ihr auch und die solltet ihr euch auch nehmen. Dieser Durchsuchungsbeschluss muss von einem Richter genehmigt worden sein, auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder dem Finanzamt für Fahndung. Und wenn ihr den nicht von einem Richter unterzeichnet, vorgelegt bekommt, dann ist der nicht rechtmäßig. Das Problem ist auch, dass viele zum Beispiel lange gelegen haben. Also wenn das Datum, achtet auf das Datum, wenn das älter als 6 Monate ist, dann ist dieser Durchsuchungsbeschluss auch nicht mehr rechtmäßig. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel kein Durchsuchungsbeschluss vorliegt. Da muss aber eine Gefahr in Verzug bestehen. Das heißt also, dass vermutet wird, dass ihr ins Ausland abhaut oder aber wichtige Beweise vernichtet. Daher lasst es euch erklären, ob es einen Beschluss gibt oder ob eben Gefahr in Verzug besteht. Zum Beispiel, wenn ihr die Tür nicht öffnet und das Klingeln ignoriert, könnte eine Gefahr in Verzug auch hergeleitet werden. Also wäre es das Falscheste, die Tür nicht zu öffnen, weil dann könnte, wenn noch nicht mal ein Beschluss vorliegt, könnte er dann hergeleitet werden durch diese Gefahr in Verzug. Und dann ist die Durchsuchung auf alle Fälle rechtmäßig, auch wenn sie vielleicht vorher nicht rechtmäßig gewesen war. Also verhaltet euch da ordnungsgemäß, lasst die Beamten auch rein. Und wie gesagt, wenn ihr den Beschluss geprüft habt, dann müsst ihr auch unbedingt anwesend sein. Das ist der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte. Es ist so, dass viele einfach aus Panik weglaufen oder sagen, macht euer Ding. Seid anwesend, schaut, was die Beamten machen. Ihr könnt nicht viel verhindern, aber ihr könnt zumindest beobachten. Und daher zeigt eure Präsenz. Das Allerwichtigste aber ist, auch wenn die früh kommen, versucht euren Anwalt anzurufen oder euren Steuerberater, denn es ist immer wichtig, einen Beistand dabei zu haben, der dann eben nochmal genau Sachen prüfen kann, wie eben eine Verjährung der Steuerstraftat, ob die vielleicht schon eingetreten ist. Meistens wird auch von den Beamten netterweise mit der Durchsuchung gewartet, bis der Verteidiger da ist. Also von daher, sagt, ihr wollt einen Verteidiger sprechen, wenn die, sage ich mal, um 7:30 kommen, dann müssen die eben warten, bis der Verteidiger um 8 Uhr erreichbar ist. Ihr dürft auch alleine telefonieren, das heißt, meistens wollen die Beamten dabei sein, damit man nicht irgendwas Komisches noch abspricht oder sowas. Das ist nicht zulässig. Ihr dürft in den Nebenraum gehen, denn solche Gespräche sind unbedingt vertraulich. Bis der Verteidiger da ist, schweigt ihr. Ihr sagt nur euren Namen und eure Funktion in eurer Firma. Und mehr sagt ihr nicht. Und es heißt ja, ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Also das Problem ist, habt ihr schon was zu Protokoll gegeben oder habt ihr spontan eine Äußerung getätigt, dann ist es nachher schwierig, die wegzubekommen. Ihr werdet auch belehrt, dass ihr das Recht habt zu schweigen und nutzt dieses Recht auch zu schweigen. Also sagt bloß nicht zu viel, sprecht vorher mit Verteidiger oder Steuerberater und dann erst eventuell eine Aussage machen. Auch bei den Unterlagen, gebt die nicht freiwillig unbedingt ganz schnell heraus, wenn ihr meint, das könnte ein bisschen kritisch sein. Also prinzipiell könnt ihr auch die Herausgabe verweigern, das wird dann im Protokoll aufgenommen und wenn die Unterlagen nicht so ganz vom Beschluss umfasst sind, dann müssen diese auch eingeschweißt werden und werden dann dem Richter vorgelegt. Da achtet bitte darauf, weil das kann nachher sein, dass der Richter sagt, naja, die durften ja gar nicht mitgenommen werden.
Darf jetzt die Steuerfahndung auch bei euch ins Schlafzimmer rennen und vielleicht eure Handys durchsuchen, PC durchsuchen? Ja, das dürfen die. Die dürfen auch in eurem Schlafzimmer private Unterlagen sichten. Die dürfen alles. Die dürfen überall schauen. Und von daher könnt ihr sie nicht aufhalten. Wir dürfen auch zum Bankschließfach fahren, wenn sie einen Schlüssel finden, der dazu gehört. Die dürfen auch zu eurem Steuerberater fahren, zu eurem Anwalt. Die dürfen im Prinzip überall gucken. Aber eben wichtig ist, dass ihr eben genau prüft, welche Unterlagen ihr herausgeben wollt. Wichtig ist auch bei den Unterlagen, meistens haben wir das bei Mandanten, dass die Unterlagen schon herausgegeben haben und wir noch die Buchführung erstellen müssen, weil der Geschäftsbetrieb läuft ja trotz einem Steuerstrafverfahren weiter. Dann kommt man an diese Unterlagen immer nur schwer ran, weil die werden beschlagnahmt und das dauert Monate, bis man die zurückbekommt. Also von daher lasst euch die unbedingt kopieren oder ihr kopiert sie selber, fotografiert sie ab mit dem Handy, wie auch immer, bevor ihr Unterlagen herausgibt, sichert sie mal eben, damit euer Geschäftsbetrieb auch weiterläuft oder ihr wollt zum Beispiel noch Rechnungen einfordern von Kunden oder so. Ihr habt ja nichts mehr in der Hand. Also achtet darauf, diese auch zu kopieren. Wie gesagt, achtet auch unbedingt darauf, wenn Unterlagen mitgenommen werden, dass das im Protokoll vermerkt wird und die genau oder so genau wie möglich aufgeführt werden. Und ganz wichtig ist auch, dass ihr euren Widerspruch gegen die Mitnahme oder welche Unterlagen eingeschweißt werden sollen, unbedingt vermerken lasst. Alles, was im Protokoll drin steht, ist nachher für die Verteidigung unglaublich wichtig. Und es ist meistens so, dass auch Familienangehörige noch in der Firma mitarbeiten oder die Mitarbeiter als Zeugen geladen werden. Die Familie kann die Aussage verweigern als Angehörige oder die Verlobte kann es verweigern, nicht aber die Mitarbeiter. Und ihr solltet es tunlichst unterlassen, mit diesen Zeugen zu sprechen. Sprecht gar nicht über diese Steuerstraftat, auch nicht, was passiert ist. Denn nachher kann es sein, dass dann die Zeugen befangen sind und wenn sie positiv für euch gewesen wären, werden sie vielleicht vom Gericht abgelehnt, weil sie eben befangen sind. Meistens sagen die dann noch sogar ehrlich, naja, der hat ja mit mir darüber gesprochen oder sowas. Lasst es, redet gar nicht darüber oder sagt, oh, ich war das gar nicht, weil lasst es einfach, redet mit den Zeugen nicht und dann kann man euch optimal verteidigen. Und wie gesagt, sollte Steuerfahndung bei euch vor der Tür stehen, ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Tschüss!